wenn diese zwei nicht total verknallt sind. Nico Griesert und Michelle De Roos können ihre Liebe bisher nur auf Social Media öffentlich zeigen. Das ändert sich nun aber und Promiflash ist live dabei. Beim Got2Be-Make-Up-Lounge haben der Bachelor und seine Zweitplatzierte, deren Herz er nach der Sendung zurückgewinnt, nachdem er ihr die letzte Rose verwehrt, ihren ersten Auftritt auf dem Red Carpet. Wer bisher noch Zweifel hat, ob die Liebe der beiden wirklich echt ist, wird spätestens an diesem Tag in Berlin eines Besseren belehrt. Nico und Michelle könnten verknallter gar nicht sein. Vor ihrem ersten offiziellen Auftritt haben sie aber doch ein bisschen Bammel. Aufgeregt? Ja, schon. Ja, schon, ist super ungewohnt, aber es macht unheimlich viel Spaß. Bei der Outfitwahl sprechen sich die zwei vorab übrigens nicht ab. Naja, wir haben lang, also ich war noch extra shoppen und habe dann festgestellt, dass er blauen Anzug trägt und dann war es aber zu spät. Es war zu spät, ja. Privat mögen sich die Kölner am liebsten in Jogginghose und Hoodie, was kaum verwundern dürfte. Immerhin wird der Look schon in der Bachelor-Staffel quasi zu Nikos Signatur. Dass das Paar an diesem Tag überhaupt extra für das Event nach Berlin reist, ist gar nicht mal so selbstverständlich. Immerhin steht nur zwei Tage darauf der Umzug in die gemeinsame Wohnung in Köln an. Es wird richtig stressig, weil heute das Event, morgen fahre ich dann nach Osnabrück, sie fährt nach Köln, wir haben beide einen Tag zu packen und dann treffen wir uns am Samstag, ich komme mit dem Sprinter und dann muss alles an dem Tag über die Bühne gehen. Den nervenaufreibenden Ablauf haben die beiden inzwischen zum Glück schon hinter sich. Sie sind jetzt endlich glückliche Mitbewohner. So, endlich. Ja, ist die Fernbeziehung ist ja dann vorbei und dann können wir so das nächste Kapitel, den nächsten Schritt noch gehen. Den nächsten Schritt? Deutet Nico hier etwa schon eine anstehende Verlobung an? Aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Erstmal zusammenziehen. Genau. Trotzdem findet der ehemalige TV-Junggeselle seine Liebste in weißer Robe natürlich umwerfend. Also ich habe sie jetzt häufiger schon, sie hat häufiger Brautshootings gehabt und sie macht schon eine sehr, sehr gute Figur in ihrem Brautkleid, das muss man schon sagen. Jetzt denken der 30-Jährige und die 27-Jährige erst einmal nur an ihr bevorstehendes Zusammenleben. Ob sie da noch unerwartete Macken des anderen entdecken? Nee, ich glaube, bis jetzt managen wir es echt gut. Also ich bin ja häufig in Köln bei ihr, sie hat in einer sehr kleinen Wohnung vorgelegt. Ich glaube, das Einzige, was dich aufregt, sind, dass die Socken überall von mir verstreut liegen. Aber das war es dann auch. Ich glaube, wir ergänzen uns da ziemlich gut. Glaube ich auch. Und das macht selbst auf dem roten Teppich inmitten von Blitzlichtgewitter den Eindruck. So großem Fotografen- und Interviewinteresse muss man schließlich auch erst einmal standhalten können.